So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community und Composites-begeisterte Composites-Launch-Members. Ich bin heute beim AVK, wie ihr seht, beim Elmar Witten. Vielen Dank, Elmar, für die Einladung zum Arbeitskreis E-Mobility. Du hast einen interessanten Input gegeben, Ilkay, heute für uns, für unsere AVK-Mitglieder, wie wir LinkedIn noch besser nutzen können. Und freue mich sehr, dass du heute da bist. Lass uns mal kurz über die Arbeitskreise des AVK sprechen. Wie viele Arbeitskreise hat der AVK und warum hat er diese Arbeitskreise? Ja, wir haben fast 25 dieser sogenannten Arbeitskreise. Und in denen werden alle Themen bearbeitet, die für die Composite-Industrie interessant sind. Das sind Themen, die schon seit Jahren und teilweise Jahrzehnten bearbeitet werden. Wir haben SMC-BMC-Arbeitskreis, aber auch ganz neue Themen wie Wasserstoffdrucktanks oder Ähnliches. Sehr gut. Jetzt sind wir heute bei E-Mobility. Wie seid ihr auf das Thema E-Mobility gekommen? Durch die Bedeutung des Themas am Markt insgesamt und natürlich auch für unsere Unternehmen, die Bauteile herstellen, die auch in der E-Mobility sozusagen potenziell oder tatsächlich eingesetzt werden, wie Batteriedeckel oder Ähnliches. Ja. Ich komme noch mal kurz auf dich zurück, Elmar. Ich würde gerne mal den Peter Ohms, den Arbeitskreisleiter, hier kurz ins Bild holen. So, neben mir ist jetzt also Peter Ohms, er ist der erste Arbeitskreisleiter für die E-Mobility. Lieber Peter, du bist seit einiger Zeit im Composites-Bereich. Wie hat es dich zu dem Arbeitskreis verschlagen? Was war der Grund, dass du hier zugesagt hast? Ja, es ist eigentlich ungefähr 2,5 Jahre vorher gestartet mit der Arbeitskreisaufrichtung, zur Frage E-Mobilität, Materialeigenschaften und wie können glasverstärkte Kunststoffe eingesetzt werden in der E-Mobilität allgemein. Ja. Wunderbar. Wie viele Mitglieder sind da aktiv? Bei der ersten Session hatten wir mehr als 120 Teilnehmer, die teilgenommen haben. Momentan ist es etwas geringer, in Anführungsstrichen. Es geht darum auch, da ist momentan viel Aktivität in der E-Mobilität. Mhm. Trotzdem, wir würden uns eigentlich wünschen, dass wir noch mehr aktive Teilnehmer hier haben. Momentan ist es eigentlich etwas gering. Also machen wir ein Call to Action, eine Aufforderung an die Community. Meldet euch gerne bei Peter Ohms, wenn es um E-Mobility geht. Dann würde ich gerne in den Arbeitskreis, hast du ja verschiedene Mitglieder, die mitarbeiten, würde ich jemanden kurz mal mit reinnehmen und fragen, wie denn die Arbeit überhaupt so stattfindet. Wer steht da zur Verfügung? So, jetzt habe ich den Christoph Brien da. Christoph Brien ist also auch mit in dem Arbeitskreis E-Mobility und Christoph wird heute Nachmittag einen Vortrag halten. Christoph, wie ist deine Mitarbeit in dem Arbeitskreis und worum geht es bei deinem Vortrag? Ja, ich komme von der Wacker Chemie und das Thema E-Mobility ist seit einigen Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Ein Bereich, für den wir viele neue technische Lösungen entwickeln. Und wir sehen natürlich den AVK als sehr gute Plattform, um unsere neuen Entwicklungen vorzustellen, Entwicklungspartner zu finden und auch über die Lösungen zu reden und zu diskutieren. Sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf deinen Vortrag. Und dann hole ich den Elmar nochmal her. Ich habe eine Abschlussfrage an Elmar. So, Elmar, jetzt haben wir viel über den Arbeitskreis E-Mobility gehört, aber es gehört sich natürlich jetzt auch nochmal für Jack Forum Dach in Salzburg kurz ein Announcement zu machen. Was erwartet uns da? Was sind so die Highlights aus deiner Sicht? Ja, Jack Forum Dach findet ja in 2 Wochen schon statt. In Salzburg, das Ziel ist ja tatsächlich, deswegen heißt es ja Dach, die Dachregion abzudecken. Deswegen sind wir diesmal auch nicht in Deutschland mit der Veranstaltung, sondern in schönen Österreich, in Salzburg. Und die AVK bereichert diese Veranstaltung mit einem Konferenzprogramm. Und da gibt es spannende Vorträge zu aktuellen Marktentwicklungen und allen spannenden Themen, die die Composite-Industrie im Moment bewegen. Und in erster Linie ist diese Veranstaltung ein Business-Event und eine Plattform, wo sich Einkäufer und Verkäufer treffen. Es werden von der Jack viele Meetings organisiert und ich glaube, das gibt eine rege Veranstaltung. Es ist mehr als eine reine Vortragsveranstaltung, sondern wirklich ein Treffen der Industrie. Genau, freuen wir uns drauf, euch da auch wiederzusehen. Liebe Composites Launch Mitglieder, alle AVK-Mitglieder, die natürlich auch sich auf den Weg nach Salzburg machen, viel Freude bei den Meetings. Ja, vielen Dank, liebe Elmar, nochmal für die Einladung zum Arbeitskreis. Hochspannend, ich werde euch jetzt nochmal im Laufe des Tages noch ein bisschen lauschen und wir sehen uns spätestens in Salzburg wieder. Vielen Dank, Ilkay.